Guck mal hier. Das platzt bestimmt jetzt. Ist jetzt sauer. Sieht aus, als hätte sich der Kern des göttlichen Baums wieder normalisiert. Ich denke, das sollte genügen. Nein. Puh, ich hoffe, die Erdbeben hören jetzt auf. Ich sollte wieder an Land gehen. Was? Was? Was in aller Welt ist das? Ist das die Mutter dieser Kreaturen von vorhin? Kein Wunder, dass da überall Eier waren. Ach du Scheiße. Das ist ja ein Riesenvieh. Das ist ja riesig. Komm, gib schon den... Ach du Vater, ich will's gar nicht. Dave, ja, zieh dich mal zurück, da hast du recht. Ah, da kommt Dr. Octopus. Ich hab dich aufgespürt, falls du Hilfe brauchst. Was ist hier los? Das riesige Monster kam aus der Lava heraus. Ich weiß, womit wir es zu tun haben. Ich habe in den Texten über die alte Zivilisation des Seevolks schon oft von ihr gelesen. Schaut nach der Kreatur namens Yavi aus. Sie ist ein uraltes Ungeheuer aus der Legende und noch immer am Leben. Und sie ist jetzt, ich mach da mal das Wort rein, was fehlt. Und sie ist jetzt noch enorm viel größer. Der Älteste des Seevolks erzählte mir von einem alten Experiment. Sie muss den göttlichen Baum und die geothermische Energie absorbiert haben, um so groß zu werden. Wir müssen sie besiegen, um den göttlichen Baum zu normalisieren. Dave, ich zähle auf dich. Was? Wie soll ich so eine riesige urzeitliche Kreatur nur besiegen? Du hast gerade einen Dinosaurier erlegt. Nein, das war eine andere Situation. Ich habe jetzt nicht mal eine Waffe oder Munition. Sip! Dave, du hast doch direkt vor deiner Nase eine Waffe. Wovon redest du? Ich sage doch, diese Drohne hat alle möglichen versteckten Funktionen. Ich wusste, dass dieser Tag kommen würde, aber das war jetzt früher als erwartet. Ich werde den Aktivierungscode für den Angriffsmodus der Drohne eingeben. Wuhu! Wow, das kann sie? Diese Drohne kann den Sauerstoffgehalt aufrechterhalten, unbegrenzt Kugeln abfeuern und sogar die Zeit kontrollieren. Zeit kontrollieren? Ah, wenn du diese Taste drückst, kannst du vorübergehend die Zeit kontrollieren. Das sollte dir etwas Zeit geben, um Angriffen auszuweichen. Natürlich musst du schnell sein. Das ist die einzige Hilfe, die ich im Moment geben kann. Ich hoffe, das ist keine endgültige Verabschiedung. Auf wie? Nein. Auf immer Wiedersehen. So, was, muss ich das Ding jetzt festhalten oder was? Das ist jetzt meine Schießkanone, okay. Ach du Vater, ich, Es gibt auch noch... Ach du Scheiße, ich hab keine Lust. Hilfe. Ich kann jetzt nicht einfach abhauen, nicht nachdem ich so weit gekommen bin. In Ordnung, erledigen wir sie. Dann darf ich mich bewegen, ich will mal gucken, was hier so Phase ist. Okay, ich kann da schon mal drauf schießen. So, jetzt. Das Problem ist, dass ich nicht weiß, wann sie was angreift. Ach du Scheiße. Die gebärt einfach Viecher aus dem Nix. Gut. Ich schieße einfach weiter. Es wird schon irgendwann irgendwie sterben. Okay, das ist jetzt sowas wie. Es kackt mich an, oder wie? Okay, bis jetzt ist das doch alles relativ simpel. Ich habe ein bisschen Angst, dass das nicht so bleibt. Oh, fuck. Oh, fuck. Ah, der... Ah! Verlangsamung geht auch nur bedingt. Dave! Dave, deine Luft. Wie erzeuge ich denn Luft? Ach, der verbraucht gar keine. Außer ich werde getroffen. Okay, das ist gut. Das ist gut. Oh, was ist denn jetzt?
Ich kann die doch unmöglich erledigt haben. Das ist doch bestimmt sowas wie der Endgegner. Der Endgegner. Ja, die ist jetzt richtig sauer, Alter. Ich hab der richtig ans Bein gepisst. Unser derzeitiges Angriffslevel könnte nicht ausreichen. Dieser Feind ist stärker, als wir erwartet haben. Ich wollte nicht so weit gehen, aber wir müssen den Begrenzer freischalten. Warum hast du das nicht von Anfang an getan? Er holt seinen Joker gleich zu Beginn eines Spiels heraus. Schau her. Wow, jetzt ist hier völlig Karacho. Ich nenne dies den Stellar Laser. Ein super starker Laser, der alle unsere Technologien vereint. Ich hätte nie gedacht, dass wir ihn unter Wasser einsetzen würden. Aufpassen. Wenn du die Space-Taste gedrückt hältst, kannst du Stellar-Energie sammeln. Lass den Abzug los, um zu schießen. Einfach, oder? Aber bedenke, dass du dich beim Aufladen langsamer bewegen wirst, also sei vorsichtig. Viel Glück, Dave. Tipp. Ein Laser zum Aufladen und Abfeuern. Gut, das wär's dann. Ja, jetzt keine Ahnung, dass die hier Feuer spuckt. Aber wir sind wieder ganz am Anfang, okay. Gut. Wir haben zumindest volle Luft. Ich meine, wenn das nicht ein Fortschritt ist, was ist denn das für ein Quatsch? Wo kommen die denn her? Das war ja so jetzt nicht gedacht. Ich denke, ich werde vielleicht einen Moment brauchen. Ich bin mir unsicher. Jetzt hat sie... Ich weiß nicht, was das ist, ne? Aber es macht mich auch nicht besonders an. Hat aufgepasst. Warte, Dave, du musst in die Richtung. Gut, wir sind wieder bei Stufe 2. Gruselig.
Das war's doch bestimmt immer noch nicht. Kann mir das nicht vorstellen. Nein, es gibt noch mehr. Es zieht sich zurück. Das ist schlecht, denke ich. Oh, sie versucht davon zu kommen. Wenn wir sie jetzt nicht umbringen, wird sie weiterhin Probleme bereiten. Setzen wir dem Ganzen ein Ende, ein für alle Mal. Ach du Scheiße. Was ist denn jetzt? Haben wir sie? Legt sich zumindest schon mal hin. Oh, es scheint, als sei sie endlich erschöpft. Jetzt ist unsere Chance, Dave. Wir müssen es beenden. Ach, die holt nur kurz Luft, du Schnapsnase. Dave hat seinen Laser fallen lassen. Ist jetzt erst richtig sauer. Oh, das war knapp. Sieh nur, sie verbraucht ihr letztes bisschen Kraft. Dave, nimm erst einmal den frei gewordenen Weg. Die wird nicht viel länger aushalten. Das sehe ich nicht. Ich schwimme jetzt. Ja, na klar. Ich fürchte, das lief jetzt nicht so, wie ich mir das dachte. Aber wir starten jetzt hier mit vollem Leben. Zu. Eine Sackgasse, was soll ich jetzt machen? Naja, die feuert das bestimmt frei. Irgendwas passiert da bestimmt. Oh, die ist kollidiert. Ha, die Kreatur hat sich im göttlichen Baum verfangen.
Das ist der perfekte Moment, um sie zu erledigen. Hm, die Drohne scheint nicht zu funktionieren. Ich kann das Waffensignal nicht empfangen. Was soll ich nur machen? Gibt es etwas Nützliches hier? Ja, die Baumsache. Da ist eine riesige göttliche Baumfruchtvorrichtung dort drüben. Die Frucht des göttlichen Baums scheint sich normalisiert zu haben. Was, wenn ich sie hier einsetzen und betätige? Nein, sie ist zu groß. Allein kann ich sie nicht betätigen und abfeuern. Da passiert irgendwas. Jetzt kommt Zuva. Ah ne, die ganze Truppe. Geht es dir gut, Mensch? Oh, das Seevolk. Wir sind hier heruntergekommen, weil du nicht hochgekommen bist, obwohl der göttliche Baum sich normalisiert hat. Ist das Javi? Ist sie über diesen langen Zeitraum so stark gewachsen? Es scheint, wir müssen diese Kreatur besiegen, um das hier zu beenden. Das ist unsere Chance, während sie gefesselt ist. Bringen wir es zu Ende. Das wird nicht reichen, es sei denn, wir verwenden die göttliche Baumfruchtvorrichtung dort drüben. Nun, da ich sowohl ein Mathematik- und Physikexperte bin, kann ich sagen, wir müssen den Winkel der Vorrichtung nach oben korrigieren. Na, das könnte funktionieren, aber sie sieht wirklich schwer aus. Wir helfen auch. Wenn wir zu fünft unsere Kraft vereinen, können wir es irgendwie schaffen. Hol die Frucht des göttlichen Baums und lege sie hinein. Wir haben keine Zeit. Ja, da hast du recht. Ja, nun los. Lass mich schwimmen. Ich müsste doch die Frucht reintun, hallo? Frucht? Passen Sie auf. Frucht habe ich. Drin ist es auch. So gut wie. Und jetzt Feuer frei, Mädels. In Ordnung, ich bin bereit. Die Vorrichtung reagiert. Es ist Zeit, unsere lange Geschichte zu beenden. Du lästige Pest, nimm das. Ich habe genau gezielt. Aus diesem Zustand wird sie sich nicht mehr erholen. Das war wirklich eine unglaubliche Reise. Du hast gute Arbeit geleistet, Mensch. Gehen wir zurück in das Seevolkdorf und reden dort. Ich habe noch nicht so das Gefühl, dass das auch vielleicht das Letzte war, was wir davon gehört haben. Die Wassertemperatur hat sich stabilisiert und auch die Früchte des göttlichen Baums sind in gutem Zustand. Den kranken Dorfbewohnern scheint es langsam besser zu gehen. Wir haben viele Herausforderungen bewältigt, aber es ist eine Erleichterung, dass wir sie überwältigt haben. Ich glaube, die Erdbeben an Land werden ebenfalls aufhören. Soll ich nach oben und nachschauen? Gute Arbeit, Mensch. Komm und besuch uns oft. Epilog. Freunde. Schließe den Tag ab bei Bancho Sushi. Es ist schon Nacht. Das war ein langer Tag. Ich denke, ich werde bei Bancho Sushi vorbeischauen. Irgendwas passt. Achso, ich kann nicht an mein Smartphone. Okay. Geht nur Sushi. Alles klar. Oh cool, sie sind alle da. Jetzt ab. Hey Dave, du bist endlich zurück. Oh, alle sind hier versammelt. Wir haben von Dr. Bacon gehört. Du hast eine Menge erreicht. Du hast gute Arbeit geleistet. Wie wäre es, wenn wir uns heute alle entspannen und gemeinsam etwas essen? Wow, genial. Ich hatte schon Angst, dass ich gleich wieder an die Arbeit muss. Gut, wir sollten alle zusammen feiern. Es ist eine ganze Weile her, Bancho Sushi. Wie geht es dir, Sammy? Genießt du dein Leben hier? Du weißt, was Sache ist. Es gibt Zeiten, in denen ich mich ein bisschen langweile, aber es ist auch unglaublich inspirierend. Yo! Der neue Song, den ich vor kurzem online veröffentlicht habe, Farmer Daddy, kam richtig gut an, weißt du? Du machst also noch Musik, hm? Aber sicher, das Geräusch einer Hacke, die auf
den Boden schlägt, das Gackern eines Huhns. Für mich ist das alles ein einziger großer Beat, yo. Warum ist er nicht persönlich gekommen? Weil ich heute auf ein wichtiges Paket warte. Dein Mut hat mich aus der Ferne inspiriert, Dave. So wie du unermüdlich für die Rettung des Seevolkdorfes gekämpft hast. Wenn du ein schönes Mädchen wärst, hätte ich mich vielleicht deiner Fanggemeinde angeschlossen. Ich werde meine ganze Energie in die Waffenforschung stecken, um mich auf kommende Krisen vorzubereiten. Als dein Kollege zähle ich auf deine weiteren Anstrengungen, Dave. In Ordnung. Ein wahres Festmahl. Du bist immer so beschäftigt, dass wir kaum Zeit zum Plaudern hatten. Jetzt, wo es ruhiger ist, werde ich viel Zeit haben, um dir noch mehr von meinen Geschichten zu erzählen. Früher, als ich noch tauchte, habe ich hauptsächlich Freitauchen gemacht. Und ich trug die Halskette, die mir mein Vater geschenkt hatte. Aber Barracudas tendieren dazu, alles anzugreifen, was glänzt. Aus dem Nichts kam ein Schwarm Barracudas auf mich zu. Schlimmer noch, ich hatte an diesem Tag nicht mal eine Harpune dabei. Ich glaube, dass es gefährlicher wäre zu fliehen, also schwamm ich direkt auf die Barracudas zu. Boah, ich glaube, der Boden hat gerade gebebt. Hä? Ich habe nichts gefühlt. Dave, du hast wirklich hart gearbeitet. Es ist erfreulich zu sehen, dass dein Unternehmen floriert. Das ist vor allem dein Verdienst, weil du so zuverlässige Mitarbeiter zur Verfügung stellst. Du musst doch mit allen möglichen Dingen zu tun gehabt haben, aber ich hoffe, dass du jetzt Banjo dabei unterstützen kannst, das Restaurant effektiv zu führen. Banjo ist ein bisschen stur und könnte Probleme machen, wenn er sich selbst überlassen wird. Hey Dave, deine Hilfe hat mir wirklich geholfen, meinen Status im Unternehmen zu verbessern. Wir haben jetzt einen neuen Journalisten, was mich etwas entlastet. Ich kann es mir sogar leisten, an diesen abendlichen Treffen teilzunehmen. Da ich kein Bier trinken kann, bleibe ich bei alkoholfreien Getränken. Es freut mich zu hören, dass ich helfen konnte. Du brauchst mich also nicht mehr für die Berichterstattung, richtig? Wovon redest du? Ich weiß immer noch nicht, wie man taucht. Wenn ich bei irgendetwas Hilfe brauche, komme ich zu dir. Großartige Arbeit, Dave. Ich habe hier nur einen Laden eröffnet, weil es hier so viel Fisch gibt. Wer hätte gedacht, dass es hier so ein Geheimnis gibt? Nun, du hast das Problem gelöst und mein Geschäft boomt jetzt. Ich glaube, meine Entscheidung war doch richtig. Es war eine schöne Erfahrung. Hierher zu kommen war eine gute Idee. Ich denke darüber nach, mir ein neues Abenteuer zu suchen. Was denkst du? Ruhen wir uns erstmal aus, Cobra. Du bist das erste Mal im Laden, was? Nun, ich habe gerade meine Arbeit abgegeben. Ich bin endlich etwas frei. Gut, das freut mich für dich. Was? Diese Jute-Tasche da? Die habe ich noch nie gesehen. Ah, aha. Du hast gute Augen. Das ist die Belohnung für das Erreichen des höchsten Eco-Watch-Level. Ein Service, der die Gesichter von Nutzern, die sich für den Umweltschutz engagieren, auf eine Tasche druckt. Du hast wirklich viel gearbeitet, seit du etwas Freizeit hast. Ich darf nicht zurückfallen. Hohoho! Ah, Sato, du hast es auch geschafft? Ich habe gehört, dass du dich auf Gletscher wagst, um Marinka zu sammeln. Und ich dachte, ich könnte dich unterstützen. Ja, das stimmt nicht ganz, aber... Dank dir wird mein Weltranglistenplatz immer besser und besser. Nun, da das große Ding hinter uns liegt, sollen wir uns dran machen, die restlichen Marinka zu sammeln. Ups, mir fällt gerade ein, dass ich vergessen habe, das Licht auszuschalten, nachdem Gaio eingeschlafen ist. Ich kann immer noch nicht fassen, was passiert ist. Nicht nur die Seevolk-Zivilisation, das Dorf auch. Du hast sogar ihre Krise gelöst. Großartige Arbeit. Von jetzt an sollten wir diese Zivilisation geheim halten. Sie müssen ihren wiedergewonnenen Frieden bewahren. Da hast du recht. Obwohl es eine ziemliche Achterbahnfahrt war, habe ich so viel von Banjo gelernt. Ich frage mich, ob ich mich zu sehr auf ausgefallenes Essen konzentriert habe und dabei übersehen habe, was wahrer Geschmack ist. Aber ich kann mich immer noch nicht dazu durchringen, den gegrillten Haifischkopf da drüben zu essen. Wie auch immer. Bitte leite die Zweigstelle weiterhin so zuverlässig und teile noch mehr wunderbare Gerichte mit den Menschen, Dave. Oh, Vincent, bist du heute Abend allein hier? Ich bin nicht hergekommen, um ein Restaurant zu bewerten, also mach dir keinen Stress. Bleib ganz gelassen. Wenn ich in Ruhe speise, kann ich die komplexen Aromen besser genießen. Das ist köstlich. Das freut mich zu hören. Ich schätze, meine Vorurteile haben nachgelassen, aber ich kann nicht leugnen, dass sich der Geschmack leicht verändert hat. Wirklich? Der Geschmack ist anders?
Es ist ein bisschen weicher, man könnte sagen, es ist softer. Zuvor waren die Gerichte geprägt vom eigenwilligen Stil des Chefkochs. Doch jetzt kommen sie dem Kunden mehr entgegen. Interessant, das überträgt sich also auch auf den Geschmack. Nun, das ist vielleicht nur meine Meinung. Es tut mir leid, dass ich nicht weiterhelfen konnte. Ich war mit dem Laden beschäftigt. Redest du, Banjo? Das Seevolk liebt dein Essen. Wenn das so ist, freut mich das. Jetzt, wo es keine Erdbeben mehr gibt, können wir uns an die Arbeit machen. Puh, es war viel härter, als ich dachte, aber am Ende habe ich viele nette Leute getroffen. Rückblickend war es ein schönes Abenteuer. Ich hätte niemals in meinem Leben einen Ort wie das Seevolkdorf besucht, wenn ich nicht die Gelegenheit dazu gehabt hätte. Okay, entspannen wir uns und gehen auf einen weiteren spannenden Tauchgang. Seht der Geist mit seinem Drehboot. Ich mag es ja nicht so, wenn Sachen zu Ende sind. Das ist nicht so ein Witz. Da habe ich ein echtes Problem mit. Auch bei Serien. Aber ich habe auch das Gefühl, vielleicht ist es noch nicht zu Ende. Also warum startet da jetzt eine Rakete? Okay. Wow. Was macht man denn jetzt hier? Oh, ho, 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 ho. Die. Entspann mal deine Mitte, ey. Hänge am 2D-Artist fest. Was sind denn das für geile Viecher, ey? Ja, super cool. Was ist eigentlich das für ein Ding? Ach, da kann ich gar nichts mitmachen. Schade, ich dachte, da kann ich auch drauf. Auf Ballon. Das ist interessant. Nee, aber ich mag das tatsächlich nicht, wenn Sachen aufhören. Ich gucke auch Serien grundsätzlich nicht zu Ende. Es ist auch ein Problem, sich das dann nicht spoilern zu lassen. Finden alle ein bisschen amüsant, die das wissen. Dass ich da so Probleme mit habe. Ah,
Aber so ist es nun mal. Ich kann damit ganz gut leben. Ich frage mich, ob ich überhaupt schon mal eine Fernsehserie zu Ende geguckt habe. Das ist auch bei Spielen schwierig. Ich spiele die meisten auch nicht fertig. Wenn ich da ehrlich sein soll. Das hat man ja beim AirPod-CEO-Ding gemerkt, zum Beispiel, dass ich da halt auch relativ früh dann kein Interesse mehr hatte. Das ist jetzt, also Mass Effect, ja, die habe ich mal fertig gespielt. Das hat aber auch hart, das hat hart gekickt damals. Weil der dritte Teil so ein mieses Ende hatte. Vielleicht ist das der Grund dafür, dass ich Sachen nicht so gern zu Ende gucke. Möglich. Aber Dave war wirklich eins der besten Spiele, die ich gespielt habe. Tatsächlich. In dem Sinne, Freunde, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zugucken. Es war mir eine Riesenfreude, das spielen zu dürfen. Ich hoffe, da werden wir irgendwann nochmal was von sehen. Vielleicht nicht unbedingt mit Tauchen, wobei Tauchen eigentlich schon ganz gut war. Das hat eigentlich schon Spaß gemacht, aber die Geschichte ist ja erzählt. Könnt ja gerne auch bei den anderen Sachen reingucken, die ich so mache. In dem Sinne, reingehauen, habt eine geile Zeit, ich bin raus. Ciao, ciao. Oh, wir sind noch nicht ganz fertig. Hast du geschlafen, Dave? Ah, endlich konnte ich mal wieder richtig schlafen. Ich habe sogar davon geträumt, dass ich das Weltall erforsche. Es sollte jetzt etwas ruhiger werden. Na dann, kümmere dich um die unerledigten Aufgaben. Und jetzt lass uns viel Spaß bei Banjo Sushi haben. So, man kann das natürlich jetzt noch weiter tüdeln. Ist ja klar. Aber ob ich das tatsächlich noch aufnehmen werde, ich weiß nicht. Da zweifle ich ein bisschen dran. Oh. Es fehlen zum Beispiel hier noch Fische. Da die drei aus dem Gletscherbereich. Hier irgend so ein aus der hydrogenen Zone, das. Ah, das ist der göttliche Baumkontrollraum. Ah, das waren die und das ist der. Und dann fehlt auch noch ein Seepferdchen. Ach, du Heiland. Es fehlen noch ein paar Sachen. Ja, ja. Das ist aber auch gar nicht so schlimm. Kann man da nachträglich noch versuchen zu fangen. Wenn man das denn möchte. Oh, da unten haben wir diesen Riesen. Diesen Fangschreckenkrebs. Aber jetzt, Freunde. Jetzt ist es soweit. Reingehauen. Habt eine geile Zeit. Ich bin raus. Ciao, ciao.